Joel Genazzi, zum siebten Mal hintereinander punktet man den sechsten Sieg heute zu null. Was läuft aktuell besser als vielleicht noch Anfangssaison? Ich denke, seitdem wir den Trainerwechsel hatten, haben wir ein bisschen Mühe am Anfang mit dem Systemwechsel. Und irgendwann haben wir es geschafft, dass es automatisch wird, dass wir alle fünf gleich spielen auf dem Eis. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen fahrlässig geworden, kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten. Und dann haben wir uns wieder gefangen. Und solange wir das System spielen und zusammenheben und der Goalie gut spielt, dann gibt es uns eine gute Chance zum Gewinnen. Und zurzeit machen wir das. Und weil wir halt ab und zu ein Goal schießen, haben alle ein bisschen Selbstvertrauen. Und darum machen wir auch mehr Goal als vorher. Und darum gewinnen wir die Match. Ab und zu ein Goal schiessen, das trifft auch für Sie zu. Heute Doppeltorschütze, das ist das vierte Goal von Ihnen in den letzten sieben Spielen, sieben Punkte in dieser Zeit gesammelt. Hat das mit dem Selbstvertrauen zu? Oder woher kommen da bei Ihnen die Score-Qualitäten in dieser Phase? Sicher Selbstvertrauen, aber auch Support der Mitspieler. Ich denke, Anfang der Saison war ich wirklich extrem kalt, wie fast noch nie in der Karriere. Und, mit meiner Erfahrung habe ich gewusst, einfach weiterschiessen. Irgendwann dreht das Glück und ich habe wirklich Pech gehabt. Ich hatte auch nicht so Qualität, habe viel trainiert und das Glück erzwungen. Und jetzt gehen sie hin. Ich meine, heute habe ich zwei Goal geschossen wegen Lugano, nicht wegen mir. Also, es war abgelenkt. Und darum, es tut sicher gut, mir persönlich, aber auch den Jungs, all die, die jetzt anfangen, Goal schiessen, es tut sehr gut für die nächsten Spiele. Wenn wir noch ganz schnell vorne schauen, jetzt hat man weiter können verkürzen gegen direkte Konkurrenz auf die Pre-Playoff-Plätze. Was ist jetzt wichtig für die Spiele, die jetzt noch anstehen? Sicher Spiel zu Spiel schauen, nicht zu weit schauen und nicht rechnen. Das überlegen wir neu. Wir schauen wirklich auf das, was wir kontrollieren können. Gut erholen, gut analysieren, gut vorbereiten. Das ist sehr wichtig. Gute Vorbereitung gibt sehr viel Selbstvertrauen. Und, jetzt spielen wir gegen Genf daheim. Und, ich denke, das ist kein direkter Konkurrent. Aber gleich, wenn wir das Derby mal gewinnen, diese Saison. Und eben nicht zu weit schauen. Danke vielmals. Gute Erholung.